Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles. Liebe Leute, bevor wir ins Gameplay starten, möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Und zwar kommt heute Abend ein Infovideo, quasi ein Sondervideo zu Conan Exiles. Und zwar soll es darin gehen, dass ich mit euch zusammen bestimmte Dinge in diesem Spiel bewältigen werden würde gerne. Na, ihr wisst schon. Also, ihr seid mit dabei, ihr zockt mit mir zusammen. Wer da Interesse hat, guckt euch das Video heute Abend an, da gibt's alles Nähere dazu. Cool, dann legen wir mal los. Also, ich habe die zweite Etage gebaut, wie ihr seht. Habe ich auch schon mal ein bisschen dekoriert. Ist alles noch so ein bisschen 0815, ne? Also, das wird alles noch schön. Ich will dann hier oben auch ein Ehebett, eine schöne Essecke und so ein Scheiß. Genau. Dann habe ich schon einige Dinge vorbereitet. Ich musste gestern so lange zocken, dass die zwei T4-Kämpfer in dem Rad der Schmerzen auch langsam mal so weit sind. Dann habe ich hier einen Unterhalter der Stufe 3. Den haben wir von dort oben runtergezerrt. Ist sonst noch was dazugekommen? Genau. Hier, der Kollege ist auch neu. Das ist ein Koch der Stufe 3, oder? Genau, Koch der Stufe 3. Keine Ahnung, was der so alles kann. Dann haben wir hier einen Zuchtmeister der Stufe 2. Die sind gleich fertig, die Kollegen. Da freue ich mich schon drauf. Das sind die T4-Kämpfer von der letzten Folge. So, des Weiteren habe ich noch einen Priester. Der ist, glaube ich, hier drin. Aber den kann ich hier noch nicht reinsetzen, weil ich das wahrscheinlich erst upgraden muss. Und das machen wir jetzt zusammen. Da habe ich auch schon alles vorbereitet. Und zwar... Zack. Herstellen. Mal gucken, ob ich das Ding dann irgendwie woanders hinsetzen muss. Oder ob es das jetzt direkt upgradet. Das werden wir gleich herausfinden. Des Weiteren habe ich Bienenstöcke gebaut. Ich bin nämlich im Offscreen-Modus Level 33 geworden. Oder sogar jetzt schon Level 34. Wartet. Ne, Level 33. Habe dort meine ganzen Bienen, die ich noch in der Kiste hatte, habe ich dort reingepackt und habe Honig rausbekommen. Jede Menge Honig. Und wisst ihr auch warum? Ich war da drüben den Hirschschlachten und auf einmal sehe ich doch, wie hier ein Bärenjunges unten rumrennt. Das ist direkt hier hinter unserem Fährschlang gerannt. Habe ich mir natürlich eingesackt und reingesteckt. So. Sorry, ein bisschen Frosch im Hals. Des Weiteren, das war ein Glücksmoment, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Des Weiteren bin ich doch hier vorne wieder NPCs klatschen gegangen und auf einmal sehe ich doch was Kleines Weißes und habe so einen Schneewolf gefunden. Könnt ihr euch das vorstellen? Da gucken wir mal. Der müsste auch bald fertig sein. Heißt das überhaupt? Eiswolf, nicht Schneewolf, Eiswolf. Cool, den können wir dann nämlich auch gleich einen Namen geben, wenn er soweit ist. Ich habe den exquisites Fleisch gegeben. Da war ich nochmal Schweineschlachten. Und den Bären natürlich Honig. Mal gucken. Also die Chance, dass ein Bär ein mächtiges Tier wird, liegt mit Honig bei 20%. Werden wir sehen. Vielleicht wären es mächtige Tiere. Ich würde mich sehr drüber freuen. So, Fakt ist, dass ich jetzt mit meinen T4-Kämpfern, wenn dann einer fertig ist von denen. Also der Typ hier ist schon krass. Wenn der die Keule schwingt, ich habe ja nämlich, wie ihr gerade seht, eine Stahlkeule hatte ich gefunden bei einem NPC. Habe dem dann die Eisenkeule mit der Verstärkung gegeben. Der rockt dort alles weg, ne? Das ist echt krass. Der boxt dort die Leute innerhalb von Sekunden K.O. Und da möchte ich nicht wissen, was mit so einem T4-Kämpfer dann ist. Hier ist der erste fertig. Wer ist es? Janus ist noch drin. Lion. So, da haben wir ihn. Cool. Dann setzen wir den mal hier hin. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich halt im Offscreen-Modus... Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Alles klar. Was habe ich jetzt? Einen einzigartigen Leibeigenen rekrutieren. Cool. Ach ja, hier liegt noch eine Leiche. Nicht wundern. Ich habe vorhin schon mal mit Punchy von Punchy TV probiert, ob ich denn auch Leute auf diesen Sofa einladen kann. Und ja, das hat geklappt. Nur sind blöderweise dann meine NPCs auf ihn draufgegangen. So, Leon, was hast denn du hier? Wow, eine gehärtete Stahlkriegsaxt. Das klingt gut. Jetzt geben wir den
eine schwere Rüstung, würde ich sagen. Die müssen wir jetzt nochmal anfertigen. Und dann wage ich es nochmal in die Fledermaushöhle, weil die Klamotten, die ich ja alle anhabe, die haben nämlich alle diesen Kältebonus. Und damit sollten wir eigentlich da drin überleben. Irgendjemand hat geschrieben, solange es nicht sehr kalt ist, geht keine Gesundheit runter. Also wenn es nur ganz normal kalt ist, sollte das eigentlich laufen. Wieso ist denn das Gewitter eigentlich so laut? Hört ihr mich überhaupt? So, hatten wir noch? Der war auch da. Irgendeinen hatten wir doch noch neu. Nee, das hatte alles nicht geklappt. Wo ist denn der Lionitz? Der steht ja erstmal cool da. Sieht ganz schön bösartig aus. Und bewacht. Das ist gut. Der nächste ist ja dann der Janus. Oh, sorry hier für das Hin und Her. Dann werden wir jetzt mal einfach schwere Rüstung für den Knülsch herstellen. Oder haben wir vielleicht sogar noch irgendwas hier in der Kiste? Wir gucken mal. Die sind im Übrigen alle voll. Mittelschwer, mittelschwer. Ne, wir machen den eine schwere. Der soll ruhig ordentlich ausgerüstet sein. Der soll mich ja immer gut beschützen können. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel HP der eigentlich hat. Ne, Quatsch, wir müssen hier rüber. Ist hier genug Stuff drin? 46. Wir brauchen wahrscheinlich einen Haufen Zeug für den Mist. Gucken wir mal. Schwere Eisenschuhe. Das Ganze, wir brauchen Leder. Unbedingt Leder. Haben wir aber genug da. Das fertigen wir jetzt schnell an. Verstärktes Leder. Leder. Oh, da haben wir gar nicht so viel. Und dann drücke ich hier mal Play. Oh, wir haben nicht genug. Haben wir hier noch was? Nimm mal die Hälfte rüber. Hier habe ich auch schon ganz viel trockenes Holz hergestellt. Dann habe ich... Zeige ich euch gleich. Oh, ich muss gerade aufstoßen. Dann habe ich hier auch schon isoliertes Holz hergestellt. Keine Ahnung, wofür wir das dann brauchen. Genau, den Bogen habe ich den im letzten Let's Play hergestellt. Den hyrkanischen Bogen. Also nicht der leichte, sondern der normale. Also quasi mit der Seite habe ich das hergestellt. Ja. So. Und Eisen nehmen wir noch ein bisschen mit. Genau, Eisen und Ziegelsteine. Also so ein Pfeffer habe ich schon mal durchlaufen lassen im Offscreen-Modus. Dann packen wir das hier mal alles rein. Das Leder. Und dann legen wir mal los. Also, wir brauchen mittelschweres Gamaschenfutter. Ne, wir brauchen schweres Zeug. Rezept, schwere Brustpolsterung. 35 Leder. Ne, jetzt brauchen wir wieder verstärktes Leder. Oh, ich krieg's mit dem Kopf. Dann holen wir uns hier verstärktes Leder. Davon haben wir zum Glück genug. Jetzt aber. So. Herstellen. Dann brauchen wir schweres Handschuhfutter. Da brauchen wir ja wahrscheinlich zwei, ne? Schweres Gamaschenfutter. Schweres Stiefelfutter brauchen wir auch zwei. Und schwere Helmpolsterung. Und dann haben wir eigentlich alles soweit zusammen. Und können den guten Mann dann eine ordentliche Rüstung machen. Die würde ich auch erstmal Standard lassen, jetzt nicht irgendwie verstärken oder ähnliches. So, da packe ich mal die Keule raus. Die brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. Also die raus. Die raus. Ah ja, und ich kämpfe jetzt mit einem gehärteten Stahlspeer. Den habe ich ein bisschen abgegradet auf Kosten der Haltbarkeit. Aber hat dafür einen Gesundheitsschaden von 39. Kommt ganz gut. Fetzt. Spitzhacke nehmen wir mit. Da hatte ich hier doch so eine besondere gefunden. Hau die mal raus. Nimm die hier mit. Die hält auch noch eine Weile. Weil wenn wir in die Fledermaushöhle erneut gehen, dann muss das laufen. So, dann trinken wir was, essen was. Kann man die Trinkflasche einstecken? Die haben wir einstecken. Die ist nicht gefüllt. Warum? Warum? So, jetzt ist sie gefüllt. Dann esse ich hier aus dem leibeigenen Topf. Das mache ich so gerne. Genau, für die Reise nehmen wir uns aber das Fleisch aus der Jock-Dings hier mit. So, ist das jetzt schon... Ah ja, das ist jetzt abgegradet, ne?
Und kann ich denn jetzt diesen Typen da reinstecken? Komm mal her, mein Guter. Geht das denn jetzt? Nee, das geht immer noch nicht. Nordheimer Priester. Weiß nicht, warum hier keiner reingeht. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu irgendwas wisst. Aber hier war doch ganz viel von dem Fleisch. Das nehmen wir mit. Das hat gute Heilungseffekte. Ist denn hier mein anderer Kumpel schon fertig? Ne, der ist immer noch in der Warteschlange. Dann gucken wir mal, ob der Wolf fertig ist. Da gibt man dem gleich einen Community-Namen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst schaffen wir es nicht mehr an die Fledermaushöhle. Oh, ihr steht aber heute blöd. Mensch, Mensch und Skinner. So, genau. Der ist fertig und produziert Code. Dann haust du den mal hier runter. Ist aber auch kein Eiswolf, oder? Das sieht doch jetzt genauso aus. Hm. Schade eigentlich, schade. Ist kein mächtiger geworden. So. Dann gucken wir mal auf den Zettel. Chutney. Das wird Chutney. Super. Habe ich alles richtig geschrieben? Sieht so aus, ne? Falls irgendwas nicht stimmt, schreibt es in die Kommentare. Enter. Und wir haben einen weiteren... Ja, ist halt leider kein Eiswolf geworden. Warum eigentlich? War ja ein Eiswolf-Baby. Schade, schade, schade. Der Bär, der braucht noch eine Weile. Soll sich Zeit lassen. Vielleicht wird er ja mächtig. Gut, halt. Dann muss ich Chutney jetzt abhaken. Nicht, dass wir dann irgendwann zwei Chutneys haben. Gut, haben wir. Das ist ein Wetter hier, das ist Wahnsinn. Das pisst und pisst. Genau, komm mal mit. Folge. Folge du mir mal, mein Guter. Der Tänzer ist geil hier, der fetzt. Die hier auch, Wahnsinn. Die haben es echt drauf. Machen wir jetzt die Rüstung fertig. Okay, ne, da sind wir falsch. Wir müssen hier rüber, immer noch. Und zwar schwerer Helm, da brauchen wir das Horn, das haben wir hier aber vorne. Wartet, wartet, wartet. An Horn soll es nicht mangeln. Zack. Achso, wie viel HP hast du eigentlich? 4725, ordentlich. Ich hoffe, der macht doch ordentlich Schaden. Also der T3-Kämpfer, der ist schon, der ist Wahnsinn. Und wenn wir jetzt hier so einen neben T4-Kämpfer haben, warum eigentlich T? Das verstehe ich nicht. Okay, schwerer Oberschenkelschutz, herstellen. Schwerer Helm, herstellen. Schwere Handschuhe, herstellen. Schwere Eisenschuhe, herstellen. Und was fehlt noch? Das hier, ne? Genau. Was haben wir? Geht ja recht schnell. Oh. Shit. Jetzt war ich zu voreilig. Muss ich nochmal die Handschuhe machen. Die Stussel. Herstellen. Cool, das läuft. Dann rüsten wir den jetzt schön aus. Heiltränke haben wir mit. Eine Wundbandage haben wir. So, ich bin überlastet. Aber er nicht. Hau das mal alles raus hier. Ne, das sollst du anziehen. Ziehe das an, mein Guter. Hände. Torso. Helm. Und Rock. Super. Den Pfeffer haben wir natürlich raus. Das brauchen wir nicht. Alles klar. Essen haben wir, trinken haben wir. Der Typ hat eine geile Waffe. Der Typ sieht gut aus. Und ich würde sagen, na, es ist dunkel. Wir warten, bis es hell ist. Und derzeit können wir ja, ist vielleicht der andere fertig. Wer warst du? Lion. Lian. Dann holen wir mal noch Janos raus. Was ist denn hier so finster? Hier müssen wir mal noch eine Fackel aufstellen. Ah, das mit dem Baum sieht schon geil aus. Ach so, weil das jetzt nicht mehr brennt. Die Grube, die hat nämlich gebrannt.
Jo, der ist auch fertig. Geile Sache, das. Dann stelle ich für den Offscreen natürlich auch nochmal geile Klamotten her. So. Was hat er so? Gehärtetes Stahlschwert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Haben wir das soweit? Warten wir jetzt kurz, bis es hell wird. Wenn es denn hier mal hell wird. Ah, komm, wir bauen schnell noch eine Standfackel dahin. Das ist mir echt zu finster in der York-Ecke. Da haben wir ja noch. Nehmen wir eine bitte. Okay. So, Stahlpfeile haben wir auch. Die Spitzhacke haben wir, Bogen haben wir. Dann gehen wir dann auf Fledermausjagd. So, die stellen wir hier hinten ab. Genau in die Ecke. Ah, das sieht cool aus. Obwohl, vielleicht. Ich glaube, ich baue hier noch zwei hin. Komm, das machen wir noch schnell, solange es finster ist hier. Bauen wir noch zwei hier hin. Okay. Zack. Und dann wird es hoffentlich gleich hell. Dann können wir aufbrechen. So, mach mal eine hier hin. Warum darf ich denn hier schon wieder nicht? Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier hin, oder? Ja. Genau. Super. Was kann ich jetzt hier eigentlich? Was ist das für ein komischer Scheiß? Jogiten Knochenspeer. Ein kurzer Speer der Dafari. Aha, aha. Hm. Könnten wir ja vielleicht auch mal bauen demnächst. Mal gucken, vielleicht macht er ja höheren Schaden. Das ist geblieben. Jogiten Beobachtermaske. Alles klar. So. Sieht ein bisschen aus wie bei Seven Days to Die momentan, aber wir können los. Noch schnell einen Schluck trinken, noch was essen und auf geht's. So, zack. Zack. Und, wir nehmen mal die hier auf die 6, das hier auf die 4. Alles klar. Los, so machen wir das. Auf geht's, komm. Problem ist jetzt wieder, dass ich ja jetzt einen Zweihänder benutze. Das heißt, dass ich eigentlich Lian die ganze Arbeit machen lassen muss in der Höhle. Obwohl, ist da was ich auch noch nie probiert habe? Ob man. Das machen wir mal. Wir nehmen mal so eine Standfackel mit. Vielleicht kann man die ja in der Höhle positionieren. Wäre mal Versuch wert. Nimm die mal mit. Dann ist es nicht so dunkel beim Kämpfen. Wisst ihr, wie ich meine? Bevor der Gegner angreift, schnell eine Fackel hinstellen, dann auf den Speer gehen und los geht's. So, bei wie vielen Minuten sind wir? Naja, so 12 Minuten haben wir noch knapp. Das wird was. Das schaffen wir. Bist du dabei, Leon? Jo. So, wo warten wir es hier hoch, ne? Genau. Hoffentlich ist da kein Bossgegner drin. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. In vielen Höhlen ist da so ein Bossgegner drin. Kommst du? So, hier ist es noch lindernd. Kälte. Aber wie gesagt, ich habe ja komplett eigentlich wärmende Sachen an. Die sind zwar nur Stufe 1 wärmend. Komm jetzt. Aber. So, kloppen wir mal die Federmaus dort oben weg. Mal gucken, wie Lian sich so macht. Oh. Oh, das ist gleich eine Boss-Fledermaus. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, Alter! Ist doch nicht sein Ernst, oder? Ich glaube, mit. Da brauchen wir gar nichts mehr machen. So, jetzt ist das Blöde.
Doch, ne, das haut hin. Fledermaus, Fleisch und Federn kommen raus. Fledermaus, Leder, meinte ich natürlich. Ey, der hat's ja drauf, der hat jetzt zweimal zugeschlagen, liebe Leute. So, passt mal auf, ich nehme jetzt die mal auf die Viere. Und gucke mal, ob wir uns das hier... Ah ne, ist in dem Gebäude nicht zulässig. Aber so stark wie der Typ ist, brauchen wir uns hier eh keinen Kopf machen. Der haut den allen so auf den Sack. Dass ich leuchten kann, während er zuschlägt. Okay, wie ist das Baum? Ja, wo sind denn die? Ach, dort. So, Ian, du bist dran. Okay. Ja, der hat's echt drauf. Hier brauche ich echt nur ein bisschen rumtänzeln und der macht die alle platt. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, der Sound ist irgendwie zu laut vom Game. Ich gehe kaputt, der Typ ist echt krass. So, na dann können wir ja weitergehen. Also mit denen an der Seite, da haben wir null Probleme mehr. Wirklich null. So, mal ein Heiltränk nehmen. Geht's denn hier runter? Hier geht's runter. Kommst du? Wo bleibt denn der jetzt? Der Knusperkopf. Ey, ich mach das hier nicht alleine. Wo bist denn du jetzt? Ach da, jetzt ist er unten. Der verarscht mich. Der verarscht mich doch, Leute. So, da ist die nächste Fledermaus. Ich schieß mal kurz mit dem Bogen rein. Da seht ihr jetzt zwar nicht, aber... Hm. Oh, oh, das ist ein... Das ist ein Dreikopfboss. Okay, Leon ist gut drauf. Leon ist gut drauf. Ich helfe mal kurz mit. Oh. Au, 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 au. Hab ich wieder nicht mitbekommen. Ah ja, das passiert, Leute. Wurde es getötet durch Nestmutter. Die Mutter war's. Ich sag's euch. Oh, jetzt hat das Spiel kurz gehangen. Hab ich denn... Oh ja, ich Glückspilz. Hab ich. So, gehen wir schnell hoch. Achso, Fackel nehmen wir noch eine mit. Ja, Leute, es ist halt so, ist das Spiel. Wo waren denn die Fackeln? Hier. Nehmen wir die mal mit. Ich hoffe, er lebt noch. Die macht ganz schön Damage, die Nestmutter. So, kurz hoch rein. Ah, der kommt doch klar, oder? Leon, der kommt doch klar. Wäre sonst wahnsinnig, wenn ich jetzt den nächsten guten Kämpfer verliere. Wie ist denn das eigentlich, wenn man diesen Leon jetzt einmal als Begleiter hat, ne? Und ich gehe jetzt wieder an der Stelle, wo der eigentlich gespawnt ist. Ist er dann trotzdem wieder dort da, auch wenn wir den als Begleiter haben? Oder ist er dann für immer unser? Wärmt denn die Fackel eigentlich? Hat die hier einen Effekt? Nee, in dem Spiel nicht. Gibt es da so Spiele, wo die Fackeln den Effekt Wärmen haben? So, blöde ist, wenn man stirbt, spawnen die NPCs neu, ne? Wir müssen jetzt hier irgendwie an denen vorbei, schnell. Wenn hier einer ist. Oder vielleicht spawnen die doch nicht neu. So. Na? Ich kann mein Zeug nicht nehmen. Wieso kann ich jetzt mein Zeug nicht nehmen, Leute? Ach, kann das sein? Weil ich vorhin mit Chutney... Wartet mal, müssen wir mal kurz... Nee, ich bin Admin. Verdammt nochmal.
kann mein Zeug nicht nehmen. Oh, das wird nicht, das wird nicht. Ah, wieso kann ich mein Zeug nicht nehmen? Was ist da los? Wartet mal, ich muss das jetzt mal rausfinden, was hier los ist. Durch das Probieren vorhin, hier Leute einzuladen, kann das sein, dass ich hier jetzt irgendwas, dass ich meine eigenen Sachen nicht mehr annehmen kann, weil wir da ein Administrator-Passwort reinnehmen mussten. Ach, ist das schon wieder ein Ärger? Wartet mal. Wenn der jetzt stirbt, ich raste aus. Aber ich könnte doch theoretisch den anderen mitnehmen, oder? Und den dann einfach wieder nach Hause schicken? Ginge das? Wartet mal. Einstellungen. Du darfst bereits cheaten. Verdammt nochmal. Wartet mal, bevor das jetzt hier eskaliert, hole ich lieber meinen Kumpel, den... Wie heißt er? Wie heißt er? Der Janos, der muss jetzt mit. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sehr kalt. Oh, oh, oh. Ihm ist jetzt gerade sehr kalt. Kalt. Jetzt geht's wieder. Nehmen wir mal eine Heilung. Nicht, dass mir jetzt mein Lien dort oben stirbt durch sowas Blödes wieder. Ach. Laufe ich überhaupt gerade richtig? Ja. Und da freue ich mich noch, dass der so übelsten Schaden macht und dann gegen den Boss ist er dann doch nicht so krass, ne? Die Frage ist, wenn ich jetzt den Janus mitnehme, was passiert dann mit diesen Lieren? Ich krieg die Krise, ich krieg die Krise. Warte mal, ich nehme ja auch vor allen Dingen mal Klamotten mit. Wir haben ja noch genug Ersatz. So. Ach, bin ich blöde? Leute, bin ich blöde? Guckt mal an. Ich habe mein ganzes Zeug. Ich bin so dumm. Ich habe es nicht mitgekriegt, dass ich es aufgenommen habe. Naja. Was soll's, hä? Was soll's? Aus Fehlern lernt man. So, die kannst du gleich mal wegschmeißen und das hier auch. Und nimmst dir mal neues Zeug. Das hier und das hier. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist wieder typisch Beutel. Okay, das haben wir auf dem Kopf. Jetzt nehmen wir den Kumpel mit. Der hat zwar jetzt keine gute Rüstung, aber ey, der macht ja Schaden wie Sau. So, Quatsch. E drücken. Folgen. Komm mit. Wir kriegen da unseren Kumpel heile raus. Ich denke, wir schaffen das. Alle kurz den Bogen in der Hand genommen. Da haue ich den nämlich gleich einen Pfeil rein. Durst hast du auch, dann trink einmal jetzt mal einen Schluck. Und Hunger hast du auch, dann ist was. Zack. Komm jetzt. Wir schaffen das, wir holen den da raus. Ich bin zuversichtlich. Der hatte nicht mehr viel Lebensenergie, aber der Boss eigentlich auch nicht. Und wenn jetzt irgendwie, wenn wir es so hinkriegen, dass Janos noch mit drauf geht und wenn ich einen Pfeil auf das Vieh schieße, dann müsste der eigentlich schneller Platz sein als der... Naja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Komm, Ausdauer. Mach hoch. Ah, das ist wieder so eine dramatische Folge, wo es um Leben und Tod eines T4-Kämpfers geht. Ich krieg die Krise. Naja. So ist das Spiel eben. Es ist nicht einfach. Es ist kein Kindergeburtstag hier. So. Los, wir starten jetzt durch hier. Wir holen unseren Kumpel da raus. Schon wieder fast drauf gegangen.
Oh Mann. Ich glaube, der geht drauf. Der wird's nicht schaffen. Nein, ey, das gibt's überhaupt nicht. Und ich glaube, Dings hat's auch nicht überlebt. Ach, fuck, ey. Sorry für dieses... Du wurdest getötet durch Nestmutter. Ja. Mann, wie mich das nervt. Jetzt haben wir keine Heiltränke, nischt. Scheiß drauf. Das Vieh ist ja fast tot. Ach, Mann, ey. Ich bin einfach noch nicht bereit für so eine krassen Höhlen oder so eine krassen Bosse. Das muss ich mir dann auch mal eingestehen. Ey, und ich glaube echt, Leon ist draufgegangen. Ich raste aus. Naja, dann hoffen wir mal, dass Leon irgendwann mal wieder spawnt. Ist ärgerlich, aber ja, so ist das Spiel. Ich kann es jetzt nicht ändern. Meine Fresse. Und ihr habt da auch euren Spaß, wenn ich so einen Mist baue. So ein Fuck. Das sagt man nicht. So ein Mist. Elender Mist. Verdammter. Das Problem ist, dass Janos, der hat eigentlich gar keine Rüstung, ne? Mit seiner komischen Standardkleidung. Das ist eigentlich auch recht gefährlich. Aber hoffen wir mal, dass er es irgendwie schafft. Dass wir wenigstens einen von diesen guten behalten. Dann hole ich halt im Offscreen-Modus, hole ich uns mal noch einen Leon ran. Ganz einfach. Oh, jetzt ist ihm wieder sehr kalt. Sehr kalt ist nicht gut. Weil sehr kalt verliert Lebensenergie. Ich muss schnell meine Klamotten anziehen, wenn wir da unten sind. Okay. Wenigstens einer hat überlebt. Beutel. Alles nehmen. Schnell anziehen. Ach, ist das ein Ärger. Hoffentlich hat sich das wenigstens hier gelohnt. Ihm ist immer noch sehr kalt. Oh, was war denn das? Eine legendäre Waffe finden. Jan, es tut mir leid. Ihm ist immer noch sehr kalt. Fuck. Ich hab doch aber wärmende Klamotten an. Und jetzt kann ich nicht. Ey, ich krieg hier die Krise. Warte mal. Komm mal schnell her. Ich muss das jetzt mal nehmen. Wir müssen hier schnell weg. Ah, jetzt ist ihm nur noch kalt. Alles klar. Huhuhuhuhu. Was ist denn das hier? Röhrenknochenbogen. Wow. Den nehme ich. Das hat sich gelohnt. Leider gab es ein Opfer. Was hatte der hier? Der macht... Der König macht 11 Schaden. Der macht 28 Schaden, Leute. Wie geil ist das denn? Hau den Scheiß mal hier runter. Jetzt zerhacken wir noch den Kadaver. Nee, damit nicht. Beutel, Beutel. Bitte, bitte benimm dich. Schwarzes Blut, okay. Wie geht's dir? Okay, 3800. Es tut mir leid, Leon. Ich hoffe, der spawnt wieder nach irgendwann. Aber du wirst geehrt werden in der Jockgrube. Ich nehme dein heiliges Fleisch, wenn ich denn deine Hitbox treffe. Unbeflecktes Fleisch. Mal hier folgen. Genau, geh mal zur Seite. Da kann ich den ja auseinandernehmen. Schwefel. Schwefel ist sehr gut. So, dann nehmen wir hier natürlich auch noch das Zeug raus. Oh. Man trifft damit immer so schlecht. Okay. Dann gucken wir uns hier mal nach um. Ach, das ist echt blöd gelaufen. Na, liebe Zuschauer, so ist das halt manchmal. Aber wir könnten dem jetzt eigentlich... Dann nehmen wir die. Guck mal, unser Speer hat 39, die hat 40. Rüstungsdurchdringung 0. Okay, na dann lassen wir das lieber.
Ja, okay. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Jetzt ist ihm aber wieder sehr kalt hier unten. Sehr kalt ist nicht gut. Nimm mal die Fackel. Wir wollen uns hier noch ein wenig umschauen. Wir müssen auf die Gesundheit achten, ne? Wenn das jetzt nicht geht, dann müssen wir hier raus. Okay, da ist noch... Kannst du das bitte übernehmen? Na gut. Wir machen übelsten Schaden. Jetzt mal ohne Scheiß. So, ein bisschen Schwefel wäre eigentlich nicht schlecht. Deswegen bin ich doch hier reingerammelt, ursprünglich. Ey, was ist denn das? Okay, jetzt kriege ich wieder Gesundheitsschaden. Hier ist überall was. Ah, hier gibt es Federn. Wie viele Federn sind denn da drin? Kann ich die auch weghacken? Nee. Na, ich dachte ja eigentlich mehr so an Schwefel, als ich die Höhle betreten habe. Naja, komm. Wir verpissen uns jetzt hier. Das ist alles nicht. Weil, obwohl, jetzt ist uns eigentlich wieder nur kalt. Das Spiel kann sich auch nicht entscheiden. Bei wie viel sind wir denn? Oh, wir sind schon bei 36 Minuten. Naja, liebe Leute, passt auf. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Sorry für das ganze Chaos schon wieder. Schaut heute Abend unbedingt das Sondervideo. Wie gesagt, wer Bock hat, mit mir zusammen hier mal was zu machen, der sollte sich das angucken. Ich hau mir mal noch so Fleisch hier rein. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich produziere die wahrscheinlich jetzt gleich hinterher. Bis dahin. Ciao, ciao.